P1.0. Die Parabel P mit dem Scheitel S4-2 hat die Gleichung der Form y ist gleich 0,25x² plus bx plus c mit Grundmenge gleich a Kreuz r und b c Element r. Die Gerade g hat die Gleichung y ist gleich 0,5x plus 2 mit g gleich r Kreuz r. P1.1 zeigen Sie der Rechnung, dass die Parabel P die Gleichung y gleich 0,25x² minus 2x plus 2 hat. Zeichnen Sie sodann die Parabel P sowie die Gerade g für x Element im Intervall von minus 1 bis 11 in ein Koordinatensystem ein. Für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm und von minus 1 bis 11 auf der x-Richtung und von minus 3 bis 11 auf der y-Richtung. So, was haben wir alles gegeben? Den Scheitelpunkt mit 4-2, zusätzlich eine Gleichung der Form 0,25x² plus bx plus c und hier eine Geradengleichung mit y gleich 0,5x plus 2. So, die Aufgabe heißt jetzt, zeigen Sie der Rechnung, dass die Parabel p die Gleichung 0,25x² minus 2x plus 2 hat. Also wir müssen eine Parabelgleichung aufstellen. Da gibt es drei Möglichkeiten und da wir jetzt hier schon sehen, dass wir den Scheitelpunkt gegeben haben, heißt es auch automatisch, dass wir die Scheitelform benutzen werden. Die Scheitelform finden wir in der Formelsammlung auf Seite 13 und lautet y ist gleich a mal x minus xs zum Quadrat plus ys. Dieses xs und das ys ist nichts anderes als die x-Koordinate und y-Koordinate des Scheitels. Das können wir sofort einsetzen. Und a ist der Öffnungsfaktor der quadratischen Gleichung. Den finden wir auch, nämlich, der ist in der zweiten Gleichung versteckt, a ist immer der Faktor vom x². Damit können wir jetzt alle Größen einsetzen. A ist 0,25 mal x minus, jetzt kommt die x-Koordinate des Scheitelpunkts, also minus 4 zum Quadrat und plus, ja, kann man es so schreiben, minus 2 als die y-Koordinate des Scheitelpunkts. So, es soll ja in die Form y ist gleich 0,25x² minus 2x plus 2 umgewandelt werden, also die Scheitelform in die allgemeine Form überführen. Das geht im Prinzip recht einfach. Hier gilt einfach Potenz vor Punkt vor Strichrechnung, also 0,25 schreiben wir ab und mal. So, jetzt kommt hier die Potenz, ja, die hoch 2 steht über der Klammer, also muss das in der Klammer ausgerechnet werden, vereinfacht werden. Man sieht sofort, das ist die zweite binomische Formel. Können wir auch in der Formelsammlung auch auf Seite 7 nachschlagen, wer es nicht mehr auswendig kennt. Und heißt jetzt im Prinzip, erster Summand zum Quadrat, also x² minus 2 mal, erster mal zweiter, also x mal 4 und plus zweiter zum Quadrat, also 4². So, plus minus 2 hinten dran, schreiben wir trotzdem noch ab, aber vereinfacht minus 2. So, der nächste Schritt wäre jetzt, ich vereinfache erst das, was in der Klammer steht. Minus 2 mal x mal 4 sind minus 8x und 4² sind 16. So, nächster Schritt, Klammer auflösen. Ja, der Faktor vor der Klammer wird mit jedem Summanden in der Klammer einmal multipliziert. Dann habe ich 0,25 mal x² sind 0,25x². 0,25 mal minus 8 sind minus 2x und 0,25 mal 16 sind plus 4 und zum Schluss noch minus 2. Und letzter Schritt auch noch, die letzten beiden vereinfachen. 0,25x² minus 2x und 4 minus 2 sind plus 2. Und das ist genau die Form, die hier oben in grün dargestellt ist, die wir erreichen sollten. So, zweiter Teil, zeichnen Sie dann die Parabel sowie die Gerade g in ein Koordinatensystem ein. Dieses Intervall hier von minus 1 bis 11 zeigt uns an, wo wir zeichnen müssen. Und hier unten ist noch die Größe des Koordinatensystems gegeben. So, beim Koordinatensystem schummel ich jetzt ein bisschen. Das habe ich schon mal vorbereitet und brauche es nur noch einfügen. Da das Zeichnen auf dem PC immer etwas länger dauert. Aber das kann man ja recht schnell per Hand zeichnen. So, wie zeichne ich das jetzt ein? Man könnte jetzt im Prinzip hergehen und für jeden x-Wert hier oben in die Parabelgleichung einsetzen und den zugehörigen y-Wert ausrechnen. Allerdings, wenn man einen Taschenrechner mit Tabellenfunktionen zur Verfügung hat, sollte man lieber den nehmen aus Zeitgründen. Also den Taschenrechner wechseln, dann auf y ist gleich gehen. Da geben wir jetzt die Parabelgleichung ein, also 0,25x² minus 2x plus 2.
Jawohl. Und dann gehen wir auf Teilbe. Und da gibt uns der Taschenrechner gleich die entsprechenden Werte aus. Wir müssen von minus 1 bis 11 zeichnen. Also gehen wir so einfach durch. Im Prinzip hier sind die Punktkoordinaten zu sehen. Minus 1, 4,25, 0, 2, 1, 0,25 und so weiter und so fort. Die Punkte alle einzeichnen. Mit der Pfeiltaste kommt man entsprechend weit nach unten. Bis wir bei 11 anschließend landen. Und so können wir alle Punkte ablesen. Und so genau wie möglich ins Koordinatensystem einzeichnen. Also wir haben minus 1, 4,25, dann haben wir 0, 2, der nächste ist 1, 0,25, dann 2, minus 1, dann 3, minus 1,75, 4, minus 2, 5, minus 1,75. So, wer was über die quadratischen Funktionen weiß, die haben ja eine Symmetrieachse, also kann ich jetzt im Prinzip einfach hier spiegeln und einfach entsprechend die Koordinaten gleich rüber übertragen. Oder einfach aus dem Taschenrechner ablesen. So, für 10 haben wir jetzt keinen geeigneten Spiegelpunkt, also müssen wir wieder aus dem Taschenrechner ablesen, ist auf 10, 7 und der letzte ist 11, 10,25. Jetzt heißt es wieder genauso, so genau wie möglich verbinden, dass es hier eine schöne Parabel gibt. Parabeln haben keine Dellen, Ecken oder sonstige Beulen. Das heißt, eigentlich sieht man sofort, wenn man sich irgendwo verzeichnet hätte oder falsch gezeichnet hätte. So, das ist die Parabel P. Jetzt sind wir fast fertig. Wir brauchen nämlich noch die Gerade G. Die kann man wieder gleich einzeichnen, also wieder in den Taschenrechner eingeben, die Funktionsgleichung, und dann zwei Punkte ablesen. Oder aber wir gehen über die Parabel, über die Geradengleichung selbst. Das da hinten ist ja der y-Achsenabschnitt, das heißt, da wird die y-Achse geschnitten. Das ist der Punkt 0, 2, also genau da, wo auch die Parabel liegt. Und die Steigung gibt ja an, wo steht sie? Da 0,5x plus 2, also das von x ist ja die Steigung der Geraden. Und das heißt einfach, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, muss ich so viel nach oben oder unten. Also einen Schritt nach rechts und 0,5 nach oben. Oder ich gehe zwei Schritte nach rechts und 1 nach oben. Ist ein bisschen schöner. So, dann müssen wir durch die zwei Punkte noch die Gerade ziehen. Aufpassen, dass man auch wieder im Intervall von 1 bis 11 zeichnet. Wer drüber hinaus zeichnet, ein bisschen, ist nicht so schlimm, aber weniger darf es eigentlich nicht sein. So, und damit wäre die erste Aufgabe eigentlich erledigt.